Ihr wollt Pfandleihersachen an einen Dreipunkt anhängen, weil euer Schlepper zum Beispiel kein Pfandleiher hat, weil ihr ihn euch noch nicht leisten könnt oder wie auch immer. Dann ist dieser Adapter hier für euch genau das Richtige. Der Dreipunkt-Adapter macht einen Adapter von Dreipunkt, wie man sieht, auf ne Pfandleiher-Adapter, also auf den Euro-Adapter. Wie auf den Euro. Das ist ein Pfandleiher-Silage-Zange. Wir haben den Adapter. Können wir mal abhängen, wenn wir wollen. Oder zuhängen. Ihr müsst natürlich von der richtigen Seite dran fahren, damit ihr auch die richtige Seite anhängt. Ist doch logisch, ist ja in VLab auch so. Dann fahren wir einfach dort rüber, bis das Zeichen kommt, was ich natürlich jetzt ausgeblendet habe. So. Drücken dann wieder Q und schon haben wir die Silagezange hier vorne angehängt. Und wenn wir jetzt mit der Maus bewegen, können wir die Silagezange auf und zu machen, natürlich beladen und was auch immer noch. Das ist cool und mit... Wenn man auf dem richtigen Gerät ist, kann man mit G durch switchen und dann natürlich auch andere Sachen machen. Zum Beispiel senken und heben. Braucht man ja. Fährt mal rein, macht man die Klappe zu. Aha, okay, ja, das geht dann eh automatisch ein bisschen nach oben. Ist egal, weil er durch runterschneidet. Und hebt die ganze Sache wieder. Fährt zu den Kühen oder wohin auch immer. Dann macht man wieder auf. Lässt wieder runter und fährt wieder raus. Zum Beispiel. Man kann natürlich auch jede andere Sachen anhängen. Zu finden ist der ganze Adapter einfach unter Frontlader. Man kann alles anhängen, was zum Frontlader gehört. Auch Palettengabel, Schaufel, wenn ihr einer braucht, Beingabel. Beingabel ist ja nicht mal so doof. Ist ja eigentlich die Standard, dass man die Hände auch dazu hängen kann. Ja, Ballenzange. Ja, ob man das jetzt... braucht er nicht, aber man könnte es einfach. Es kann man sicher noch mehr sagen. Und hier ist der Adapter. Der kostet am Tag euch gar nichts. Also der kann hinrosten und ist kaputt. Wenn ihr ihn kauft, ist er standardmäßig rot. Kostet nichts. Also RAL 3002 ist das rot. Und ihr könnt natürlich die Farbe ändern. Kostet euch dann je nachdem 50 Euro für einmal neu lackieren. Also ich glaube, das ist gar nicht mehr teuer eigentlich. Weil die Farbe allein... Ja, das ist... Also lackieren ist gar nicht so günstig. Ja, dann haben wir einen Gesamtpreis. Also, kaufen wir einmal den Weiß. Also ich finde das eine coole Idee. So kann man immer alle anderen Geräte auch dranhängen. Und man sieht, hier auf dieser Seite wird es an Schlepper angehängt. Und auf dieser Seite hat man die Euroaufnahme. Glaube ich, oder? Ja. Ja, genau, hier unten, ja, passt. Also immer von der richtigen Seite ranfahren, wo die Stifte, die Bolzen sind, dann... habt ihr auch keine Probleme beim Anhängen. Also, in der Lok ist das Ganze auch wunderbar sauber. Adapterrahmen hat irgendeinen Warning in der I3D, also kleiner Fehler, aber es ist ein Warning, das ist noch kein Error, also noch nicht so dramatisch. Ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Mod, mir gefällt er und ja, haut rein, lasst es laufen.